Hi, heute möchte ich dir in diesem Video etwas erklären über die Urinableitungssysteme. Ja, ich finde es wichtig, dass jeder, der in der Pflege arbeitet, schon mal so etwas gesehen hat und auch weiß, was es damit auf sich hat und vor allem, was auch am anderen Ende dranhängt. Ja, genau. Also, viele von euch haben bestimmt schon mal Menschen gesehen, die so einen Urinableitungsbeutel mit sich herumtragen. Den gibt es einmal in so einer Form, dass man den Beutel zum Beispiel ans Bett hängen kann. Es gibt ihn aber auch in Form eines Beinbeutels, dass man ihn ans Bein binden kann, dass der Urin dann quasi dort in den Beutel fließt und man ihn auch zwischendurch ganz einfach leeren kann. Ja, warum haben jetzt Menschen so ein Urinableitungssystem? Das kann verschiedenste Gründe haben. Es hat aber immer die gleiche Auswirkung. Menschen können auf normalem Wege kein Urin mehr ausscheiden und der Urin muss direkt von der Blase abgeleitet werden. So, und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zu einem den Blasenkatheter. Ja, dieser Blasenkatheter ist ein Schlauch, der in die Harnröhre eingeschoben wird. Und jetzt ist es nämlich ganz spannend. Beim Mann eben durch den Penis, bei der Frau durch die Scheide, durch den Harn, durch die Harnröhre in die Blase. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wenn man sich das so anschaut, wie soll das denn da drin halten? Und jetzt kommt eben der große Punkt, den wir unbedingt beachten müssen. Denn diese Katheter werden sogenannt geblockt. Das heißt, wenn man jetzt mal hier genau drauf schaut, ich komme mal näher ran, dann sieht man gleich, was da passiert. Und zwar bläst sich da so ein Ballon auf, wenn ich hier reinspritze. So, jetzt ist dieser Katheter geblockt und da ist so ein Ballon vorne dran zu sehen. So, gut, warum ist das jetzt so wichtig? Naja, stellen wir uns mal vor, diese Seite hängt jetzt in der Blase, das Schläuchlein kommt aus der Harnröhre und hier dran ist der Urinbeutel angeschlossen. Das, was ihr seht beim Patienten, ist vor allem der Urinbeutel. Das, was ihr nicht seht, ist dieser Ballon in der Blase. Wenn ihr jetzt den Patienten mobilisiert und dieser Beutel hängt zum Beispiel noch am Bett dran, dann zieht dieser Ballon von innen mit voller Kraft gegen die Blasenwand. Und das tut richtig, richtig weh. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir so einen Beutel hier haben, so ein Urinableitungssystem, dass dieser Beutel immer beim Patienten ist, wenn wir ihn mobilisieren. Und achtet auch darauf, wenn ihr zum Beispiel eine Positionierung im Bett durchführt, dass hier auf diesem Schläuchlein nie Zug drauf ist. Ganz, ganz wichtig. Denn ansonsten kommt es zu Verletzungen der Blase, da hier eben dieser Ballon von innen gegen die Blasenwand gerissen wird. Das kann dann zu Blutungen führen, zu Erkrankungen. Deswegen ganz, ganz wichtig, da bitte aufpassen, dass wenn ihr ein Urinableitungssystem seht, immer daran denkt, dass auf der anderen Seite so ein kleines Ballönchen ist, was dafür sorgt, dass der Katheter in der Blase bleibt. Ganz, ganz wichtig. So, und jetzt gibt es noch eine zweite Option, denn es ist nicht unbedingt so, dass dieser Schlauch durch die Blase kommt, also durch die Urinröhre, durch die Harnröhre, sondern manchmal geht so ein Schlauch, den sehen wir auch, wenn der aus der Bauchdecke rauskommt. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel so einen Schlauch durch die Bauchdecke punktiert, in die Blase einlegt und der ist dann auch mit einem Ballon oder einer Halteplatte fixiert innen. Wir sehen auch wieder nur das kleine Schläuchlein. Das gleiche Prinzip, aber wenn ich hier zu fest dran ziehe, dann habe ich auch wieder eine große Verletzungsgefahr und auf jeden Fall habe ich sehr, sehr große Schmerzen beim Patienten oder beim Klienten verursacht. Deswegen merkt euch einfach, egal wann ihr diesen Beutel seht, es ist immer ein Katheter in der Blase und ihr müsst aufpassen. Ganz, ganz wichtig. Ja, und jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie das Ganze ausschauen kann. Das ist spezifisch für den Mann. Und zwar haben wir hier ein Urinalkondom. Das Urinalkondom schaut so aus. Ich komme wieder ein bisschen näher dran, dass wir hier vorne können wir den Katheter anschließen. Der hat hier so eine kleine Öffnung. Ich zeige das gerade mal so. Und dann gehen wir wie mit einem normalen Kondom, setzen das auf die Penisspitze auf
und ziehen das dann ab. Und dann hält das eigentlich ganz gut auf dem Penis fest. Da ist so ein bisschen Klebstoff mit drin, hautfreundlicher, dass das gut hebt. Und dann kann auch der Urin so abgeleitet werden. Ja, das war's zum Thema Urinableitungssysteme. Und ich möchte euch jetzt noch zeigen, wie ich so einen Beutel richtig leere. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, denn diese Beutel müssen regelmäßig geleert werden. Da passen in der Regel in so einen großen Beutel 2 Liter rein, in so einen Beinbeutel in der Regel so 500 bis maximal 700 Milliliter. Das heißt, die müssen regelmäßig geleert werden. Und wie das funktioniert, möchte ich euch jetzt gleich einmal zeigen. Also zuerst ist es wichtig, unsere Hände sind frei. Wir machen einmal die hygienische Handdesinfektion. Ganz, ganz wichtig, 30 Sekunden. Warten, bis alles eingetrocknet ist. Wunderbar. Gut, jetzt sind unsere Hände desinfiziert und wir können uns Handschuhe anziehen, denn wir kommen jetzt mit potenziell infektiösem Material in Kontakt, nämlich dem Urin. Also ziehen wir uns Handschuhe an und sichern uns somit ab. Was wir zum Leeren des Urinkatheterbeutels brauchen, das ist so ein Gefäß, was eben auch 2 Liter fest. Schaut einfach wirklich drauf, dass es genauso viel, also mindestens 2 Liter fassen kann, wie groß der Urinbeutel ist. Weil ja, es ist nervig, wenn man zwischendrin merkt, oh, jetzt reicht das Gefäß nicht aus. Genau. Dann braucht ihr noch einen kleinen Alkoholtupfer, mit dem wir gleich das Auslassventil einmal desinfizieren. Warum? Naja, prinzipiell sagt man, dass hier drin ein Rücklaufventil ist und keine Bakterien nach oben laufen können. Jetzt ist aber in der Tat so, dass die Realität zeigt, dass viele Patienten einfach mit diesem Beutel ein bisschen unvorsichtig sind, der mal über den Boden schrabbelt und auf dem Boden sind immer ganz viele Bakterien und ich kann ja nicht sicherstellen zu 100%, dass dieser Filter zu 100% funktioniert. Also habe ich mir angewöhnt, immer nochmal den Filter zu desinfizieren, wenn ich Urin ablasse, damit auch wirklich nichts passieren kann. Genau, und jetzt schauen wir einmal ganz kurz in die Nahaufnahme rein und ich zeige euch, wie man so ein System leert. So, jetzt ist es so, dass ich mir hier unten noch einen Schutz hingelegt habe, damit der Boden auch nicht dreckig wird, falls was spritzt. Und ich nehme einfach das Gefäß und nehme jetzt mein Desinfektionstuch und fange einmal an, hier unten den Auslassstopfen zu desinfizieren. Dann warte ich, bis das Desinfektionsmittel eingewirkt ist, 30 Sekunden, um dann den Urin abzulassen. Hier kann ich auch schon mal im Schlauch beurteilen, wie der Urin ausschaut. Es ist immer wichtig, im Schlauch den Urin zu beurteilen, denn zum Beispiel ein Tropfen Blut kann so ein ganzes Säckchen Urin schon rötlich färben und dann schaut das manchmal sehr dramatisch aus. Ist es aber dann eigentlich noch gar nicht, weil es vielleicht nur ein Tröpfchen Blut war. Schaut also immer in den Schlauch, wie der Urin ausschaut. Wenn der Urin, wie jetzt hier, klar ist, ist alles in Ordnung. Wenn der Urin morgens konzentriert ist, also gelblich konzentriert ist, ist das auch noch in Ordnung. Wenn der nachmittags hier gelblich konzentriert ist, dann hat die Person zu wenig getrunken und muss auf jeden Fall noch mehr trinken. So, jetzt ist auch schon das Infektionsmittel eingewirkt. Und ich öffne hier einmal das Ventil, indem ich diesen Nupsi auf die Seite schiebe und den Urin ablasse. Dann warte ich, bis der ganze Urinsack abgelassen ist. Das ist jetzt der Fall. Ich verschließe das Ventil wieder, indem ich den Nupsi nach drüben schiebe und habe meinen Urin abgelassen. Wichtig ist jetzt, dass ihr kontrolliert, wie viel Urin die Person ausgeschieden hat. Das könnt ihr hier in der Skala ablesen. Jetzt sind es 400 Milliliter und dass ihr das dann auch so im Dokumentationssystem aufschreibt und im Pflegebericht. Ja, und dann entsorgt ihr den Urin fachgerecht, entweder in der Toilette, wenn es im häuslichen Bereich ist und spült das mit heißem Wasser aus, oder im institutionellen Bereich gibt es die sogenannten
Spülmaschinen dafür und da stellt ihr einfach den Behälter rein und spült den einmal aus und dann wird der wieder verräumt und kann fürs nächste Mal genutzt werden.